haben wir vielleicht noch ein Bundesland ganz, ganz weit weg am anderen End? Sehr wohl, Majestät. Da hätten wir zum Beispiel vor Adelberg. Schau, das machen wir jetzt. Zu Befehl, Majestät. Der höchste Sohn des Kronlandes vor Adelberg. Die Skispringer-Legende Toni Inauer. Ja. Schau. Ein fliegender Pinguin. Was wird das jetzt? Sprunghaltung einnehmen. 3, 2, 1, Sprung! Ja. Seifenstein? Majestät? Notieren Sie ein paar Punkteabzüge. Er hat in den Schnee gegriffen. Ina! Geht's Ihnen so gut, wie Sie ausschauen? König. Was? Danke, der Nachfrage. Ja. Ich hab geglaubt, nur die Skifahrer sind ein bisschen Dinger, aber die Skispringer. Das ist die andere Sprache, Herrn der Malberg. Na, ich glaube, das ist die Höhenluft. Oh, Bates, ja. Ja. Inauer, was macht er denn jetzt beruflich? Dass ein erfolgreicher Skispringer war, das wissen wir ja. Was macht er denn jetzt? Ich schreibe Bücher, ja? Versuche sie auch unter die Menschen zu bringen, ja? Berate. Wen? Das Ziel wäre natürlich, in monarchischen Höhen zu beraten. Ja, träumen Sie weiter. Ja. Wen? Wen beraten Sie jetzt? Man unterschreibt ja immer diese Geheimhaltungsverpflichtungen, wenn man berät. Ah, verstehe. Ja, also er darf nicht drüber reden. Ja, das verstehen wir. Wie alt war er, wie er aufgehört hat mit dem Skispringen? 22. 22? Ja. Mit 22? Schau. Ja, da haben da ÖSV und die ÖBB was gemeinsam, ne? Ja. Was treibt einen jungen Vorarlberger Buben eigentlich dazu, mit dem Skispringen anzufangen? Ist es die Hoffnung, irgendwann einmal weit genug zu springen, dass man über den Adelberg drüber kommt und aus dem Kaff rausfliegt? Auch. Auch? Auch, ja. Was war es bei Ihnen? Die Freude an der Sportart eigentlich. Ja. Und schon ein bisschen auch, wenn man nicht von Geburt aus berühmt ist, ja, dann möchte man es irgendwie vielleicht über den Sport und über Höhenflüge besonderer Art schaffen. Und das hat mich ein bisschen dazu getrieben, ja. Ja? Ja. Und das für nur ein paar Sekunden Arbeit, weil das ein bisschen runterfahren, hupfen und dann... Aber es kann natürlich, wie man gesehen hat, mit dem Pinguin, es kann sehr schnell und sehr leicht einmal. Ja, aber er ist kein Repräsentativ, das ist ja ein Ding. Aber der Anzug war so ähnlich wie beim Skispringer. Ja? Pinguin, das ist so schon ein bisschen. Der Anzug vom Pinguin oder von unserem Pinguin? Na, wir treffen uns immer beim gleichen Friseur. Ich kann nichts Schlechtes sagen über einen. Nein, seiner ist besser. Okay. Wieso lässt er sich eigentlich diesen Kükenflaum da stehen? Hinten oder vorne? Na, oben. Sieht er das nicht mehr? Ah ja, stimmt. Ja? Man kann immer was lernen. Ja, das ist richtig. Auch wir. Ja? Dass zum Beispiel ein Fehler war, aus allen Bundesländern jemanden einzuladen. Nicht? Normalerweise sagen wir immer, der Zahn der Zeit beißt die Frauen, aber sie sind auch ordentlich hergerichtet worden. Seifenstein, ja? Seifenstein, wir waren ja in Vorarlberg, oder nicht? Vollkommen korrekt, Majestät. Haben wir da nicht auch einen Film? Viele schöne Sehenswürdigkeiten, meiner bescheidenen Auffassung nach. Hofbildstelle?
Teufelstein? Majestät. Wo sind wir denn jetzt? In Vorarlberg, Majestät. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. So flach, dieses Vorarlberg. Also Details, Teufelstein. Majestät, Vorarlberg ist nicht nur das westlichste Bundesland, sondern auch das kleinste. Noch kleiner als die anderen? Können wir da gar nichts machen? Also? Der Schweiz ein Bundesland abkaufen. Bei allem Respekt, Majestät, ich glaube nicht, dass Vorarlberg so etwas nötig hat. Ja. Abgesehen davon hat die Schweiz keine Bundesländer, sondern Kantone. Ja, die kantonesische Küche, ne? Majestät? Frühlingsrolle mit Emmentaler, sei verstanden. Verstehe. Sagst du, hat Vorarlberg noch was anderes zu bieten, außer der Locken da? Aber gewiss, Majestät, da wäre zum Beispiel die wildromantische Schönheit des Bregenzer Waldes. Oder eine Meisterleistung im Montanbau, der Adelbergtunnel, der von einer Länge von 13,9... Ja, schon gut, Seifenstein. Also, zeigst uns diesen Zauberwald und diese Wunderröhren. Majestät, der Bregenzer Wald. Seifenstein? Sehr wohl, Majestät. Na? Bitte sehr, Majestät, der Adelbergtunnel. Eine unmögliche Ernstzeit, Seifenstein. Zuerst zeigst du uns einen Teich, dann einen Baum und jetzt ein Loch. Du, Majestät, ich wollte lediglich die Sehenswürdigkeiten von... Aus! Was ist denn auf der anderen Seite? Das heilige Land Tirol. Na, ist dann. Schauen wir, dass wir reinkommen in dieses Glory Hole. Zu Befehl, Majestät. Ja. Ja. Jetzt können wir uns wieder erinnern, wie es dort war, nicht? Im hinteren Bregenzer Wald. Ja, furchtbar. Kein Wunder, dass er berühmt werden wollte, ne? Also im Sport ist er gegen Doping, jetzt arbeitet er für Leute in der Wirtschaft, ne? Ist er nicht nur im Sport gegen's Betrügen, sondern auch in der Wirtschaft gegen's Betrügen? Auch, ja. Ja? Und da erhofft er sich Aufträge? Ja, schon. Wirklich? Ja. Zum Beispiel, was hat dieser riesengroße Skandal mit den Aktien in Amerika, Madoff hat der geheißen, der ist ja verurteilt worden, oder? Korrekt, Majestät. Was hat der gekriegt, wie viele Jahre? In etwa 150 Jahre Haft, Majestät. 150 Jahre Haft? Und in Österreich, der Julius Meindl, was ist mit dem? Eine Nacht, Majestät. Für den gilt die Unschuldsvermutung. Wer ist denn da zuständig? Wer da zuständig ist, wir nicht. Also, wir werden ihm dann eine Liste geben, nicht? Mit wie viel Bankern? Majestät, es ist die Rede von 71 Bankern in Österreich. 71 Bankern in Österreich, die mit diesem Madoff angeblich den gemacht haben, nicht? Da geben wir ihm eine Liste. Ja. Und mit denen geht er Skispringen. Ja. Wohin? Ohne Ski. Oh, ohne Ski. Im Silvrettergebirge oder im hinteren Bregenzer Wald? Das ist so wurscht, irgendwo, okay. Wo es schön runter muss gehen. Was waren seine Erfolge, Seifenstein? Wir möchten das jetzt doch hören. Majestät, ohne Zahl. Silber bei den Olympischen Spielen 76 in Innsbruck, Gold bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid, außerdem einmal Silber, einmal WM-Gold, 1979 Gold beim ersten Weltcup-Skispringen in Cortina d'Ampezzo, 1976 verbesserte Inor den Weltrekord gleich zweimal im Skifliegen auf 174 und 176 Meter und er war der Erste in der Geschichte des Skispringens, der fünfmal die Höchstnote 20 bekam. Ja. Was hat er mit dem Preisgeld gemacht von den ganzen Erfolgen, die er gehabt hat? Was waren das damals? 40, 50 Schilling? Was war das? Ja, in der Größenordnung. Backel Zigaretten gekauft? Einmal tanken bin ich gegangen, wollte mir dann ein Auto leisten. Damals noch konnte man einmal. War das Preisgeld so niedrig damals? Es hat keines gegeben. Es gab kein Preisgeld. Wir haben ein Startgeld bekommen fürs Skifliegen. Ja? Das war 10 D-Mark. Hat man das vorher oder nachher gekriegt?
Nachher. Nachher. Ja, sicher war billiger, ja, ja, war ne? Billiger. Ja, Ding, ja. Kein Wunder, dass Sie mit 22 aufgehört haben, gell? Also es hat uns sehr gefreut, dass er da war. Ja. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell?